Wir machen jetzt Hands und Lip direkt. Innerlich war ich nicht ganz so entspannt. Ich dachte mir nur so, oh shit. Ja, da darf ich jetzt nicht Nein sagen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar könnt ihr euch bestimmt sicherlich noch daran erinnern, dass ich euch für meine Sportroutine vor die Wahl gestellt habe. Denn ich bin Teil der Erste Wahl 2017 Challenge der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich persönlich finde Wählen gehen sehr, sehr wichtig, da jede Stimme ihren eigenen Wert hat. Und wenn man nicht wählen geht, dann wählen eben andere für einen. Und genau das erfahre ich heute am eigenen Leib. Ihr habt nämlich für mich entschieden, dass ich heute mal wieder bei einem Cheer-Training dabei bin. Wie ihr wisst, habe ich seit sehr, sehr vielen Jahren Pause gemacht, davor aber viele Jahre trainiert. Genau aus diesem Grund bin ich heute in Offenbach zu Gast, bei den Shadow Cheerleadern. Und da werden wir jetzt auch mal zusammen reingehen. Kann ich sagen, dass ich ein bisschen böse auf die Wahl bin? Kann ich sagen. Also ich muss ehrlich sagen, dass bis jetzt ich überwinde mich, viele Sachen wieder zu machen. Es kommt so langsam. Auch die Trainer lassen mir heute nicht viel die Wahl, was ich hier eigentlich mache, sondern zerren mich immer wieder an meine Grenzen, was ja aber eigentlich auch schon mal gut ist. Wir machen jetzt Hands und Lip direkt. Innerlich war ich nicht ganz so entspannt. Ich dachte mir nur so, oh shit. Ja, da darf ich jetzt nicht Nein sagen. Uiuiui, das ging nochmal gut, aber weiter geht's. Dafür, dass du das lange nicht gemacht hast, oder überhaupt das gemacht hast, ich habe nur deine Hacke und ich das nicht mehr. So, bis jetzt lief es ja für mich ganz gut. Es war gar nicht so schlecht, es war ein bisschen wackelig. Aber man muss ja ehrlich sagen, die ganzen Elemente habe ich noch nie gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, ob es sehr schlimm war. Aber das, was die hier machen, ist mega geil. Im Hintergrund fleißig weiter trainiert, sehr gut. Weil die bereiten sich ja immerhin wieder auf Meisterschaften vor. Und ich habe heute viele neue Sachen ausprobiert, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich mache irgendwie meine alten Sachen wieder, die ich noch so kenne. Aber heute bin ich wirklich über meine Grenzen hinausgewachsen, weil es hier wirklich sehr, sehr viele liebe Leute gibt, die mir sehr viel Vertrauen schenken. Beziehungsweise ich schenke denen sehr viel Vertrauen und ich fühle mich sehr wohl hier in dem Team. Ich sitze wieder zu Hause und habe die Challenge gemeistert, denn bei der Erste Wahl 2017 Challenge der Bundeszentrale für politische Bildung ging es ja darum, dass ihr sozusagen auswählt, was ich einen Tag lang mache. Ihr hattet 5 Auswahlmöglichkeiten und hattet euch für das Cheer-Training entschieden und wie ihr seht, ich habe es geschafft. Es ging vor allen Dingen darum, dass ich selbst mal etwas mache, was ich so direkt vielleicht nicht ausgewählt hätte. Das Ganze liegt einfach, beziehungsweise hängt damit zusammen, dass ich vor 3 Jahren mit dem Cheerleading aufgehört hatte nach einem Unfall. Ich hatte mir meinen Halswirbel gebrochen und es kam danach einfach nicht mehr zum Training. Ich habe mich auf mein Studium konzentriert, ich bin ins Ausland gegangen und ich war seit dem Unfall sozusagen auch nicht mehr oben. Dementsprechend hatte ich eigentlich nicht wirklich Angst, sondern einfach wirklich viel Respekt, etwas zu tun, wo ich mich verletzt hatte dabei. Aber ihr habt mich sozusagen dazu gebracht. Ich war dann dort im Training in der Situation, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt mitmachen, ich muss jetzt einfach Gedanken loslassen und loslegen. Die Offenbacher Cheerleader haben es mir super einfach gemacht. Sie haben mich sehr herzlich ins Team mit aufgenommen und haben mich gespottet, mir geholfen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin kein Tumbling, also kein Bodenturn-Element-Typ. Ich konnte das noch nie, ich werde das wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht mehr lernen. Als es dann hieß, du springst jetzt einen Flickflack, habe ich mir gedacht, ja, toll. Aber mir wurde super gut geholfen und ich muss ja ehrlich sagen, gerade beim Flickflack dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ich muss rückwärts springen über Kopf und ihr wisst ja, mein Halswirbel.
War aber letztendlich alles gut, weil ich wirklich sehr, sehr gute Hilfestellung bekommen hatte. Da hatte ich auch keine Angst und dann ging es weiter zum Stunten. Und für diejenigen, die Cheerleader sind, ich persönlich war in einem Co-Team, also einem Mixteam, wo Männer und Frauen waren. Aber ich habe immer Double Bass gemacht, also es standen immer zwei Leute unter mir. Das heißt, so einen richtigen Single Bass Partner Stunt hatte ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gemacht. Und genau das haben wir dann gemacht. Da ich wusste, dass ihr die Wahl getroffen habt und ich eigentlich gar nichts zu sagen habe an diesem Tag, habe ich mich einfach darauf eingelassen, habe alle diese Elemente gemacht, wie ihr gesehen habt. Nach zwei, drei Versuchen ging es auch einigermaßen, aber davor hatte ich das wirklich noch nie gemacht. Zumindest nicht in dieser Form. Mir war bewusst, dass ihr die Wahl trefft, dass ich zum Cheertraining gehe, aber mir war nicht ganz bewusst, dass ich auch innerhalb des Trainings mich ja dann sozusagen einfach darauf einlassen muss und auch dort eigentlich nicht wirklich die Wahl habe, was ich mache oder nicht. Und dementsprechend Augen zu und durch. Es hat auch alles super geklappt. Dementsprechend kann es gut gehen, wenn ihr die Wahl nicht habt, indem ihr einfach Glück habt mit der Wahl, so wie ich in meinem Fall, wo es dann wirklich alles super gut ausging und es mir letztendlich auch viel Spaß gemacht hat. Danke nochmal an die Offenbach Cheerleader. Es kann aber genauso gut auch schlecht ausgehen, wenn für euch die Wahl getroffen wird, dass ihr dann etwas tun müsst, was ihr letztendlich nicht haben wollt. Und genau aus diesem Grund finde ich wählen gehen grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Auch mir persönlich ist es lieber, wenn ich entscheide und ich wähle, was ich mache und tue oder wer sich letztendlich auch rein politisch für mich einsetzt. Insgesamt finde ich es wirklich sehr wichtig, ein gewisses politisches Wissen zu besitzen. Heutzutage kann man sich so gut im Internet informieren. Und ob man letztendlich wählen geht oder nicht, bleibt wirklich jedem selbst überlassen. Ihr müsst für euch selbst euch bewusst machen, ob ihr wählen gehen wollt oder nicht. Ich persönlich werde am 24. September an der Bundestagswahl auf jeden Fall wählen gehen. Die eigenen Wünsche und Meinungen muss man nicht unbedingt mittels einer Wahl bekannt geben, wenn man eben nicht wählen gehen will. Man kann es genauso gut auch anders machen. Ihr könnt euch auch anders aktiv an der Politik beteiligen. Die Wahl ist jedoch für uns das einfachste Mittel, um seiner eigenen Stimme einen Wert zu geben. In der Beschreibung unten findet ihr ganz viele weiterführende Links, wo ihr euch auf jeden Fall mal gut informieren könnt. Ich lege es euch auf jeden Fall sehr ans Herz und würde es mir sehr wünschen, dass ihr da mal reinschaut. Hier in der Endcard verlinke ich euch noch die anderen Videos der anderen YouTuber, die ihr auch auf jeden Fall mal anschauen solltet, denn die haben auch bei der Erste Wahl 2017 Challenge mitgemacht. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass euch das Cheer-Video gefreut hat und lasst alle eure Gedanken, euer Feedback unten in den Kommentaren. Ich werde es durchlesen und werde auch sehr gerne antworten. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Video und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss!